Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Es ist ja bestätigt, dass God of War 4 bzw. God of War einen fünften Teil erhalten wird. Bzw. eine Fortsetzung erhalten wird. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, wie wird diese Fortsetzung eigentlich ausschauen und um was wird es gehen? Das will ich einfach mal mit euch im Video besprechen, um einfach mal zu gucken, wie es eventuell weitergehen könnte. Willst du mehr solcher Videos sehen, dann vergiss nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, dass du immer benachrichtigt wirst, sobald ein neues Video online ist. Und jetzt viel Spaß. So, eine der Hauptsachen müssen wir erstmal vorab klären. Und zwar eine kurze Analyse vom eigentlich letzten Teil. Der hieß ja nicht God of War 4, sondern einfach nur God of War. Das hatte den Hintergrund, weil man einfach das Ganze mehr oder weniger neu aufgesetzt hat. Man hat Kratos nicht mehr von oben gesehen, von der oberen Perspektive, sondern einfach so einen First-Person-Style angelegt. Und dann kam noch sein Sohnemann Atreus mit ins Spiel. Natürlich lassen sich hier gewisse Spoiler nicht vermeiden, um auf den fünften Teil eingehen zu können. Also beziehungsweise auf die Fortsetzung. Denn es wurde nämlich gesagt, es wird wahrscheinlich nicht, weil dieser Teil hieß ja nicht God of War 4, wird der nächste Teil natürlich auch nicht God of War 5 heißen. Sondern wahrscheinlich God of War Part 2. Was auch schon bestätigt ist, ist, dass es eine Trilogie werden wird. Was heißt, es gibt nicht nur ein Part 2, sondern auch ein Part 3. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, was passiert dann am Ende? Aber wie gesagt, blicken wir mal kurz zurück. Natürlich mit Spoiler. Du bist also hiermit gewarnt worden, lol. Die Frau von Kratos bzw. Atreus, seine Mutter, ist ja eine Riesin. Was bedeutet, der Junge ist teils Mensch, teils Gott und teils Riese. Wie sich später rausstellte, hatte er auch in der nordischen Mythologie einen Namen, und zwar nicht Atreus, sondern tatsächlich Loki. Wie wir ja wissen, ist Loki der absolute Gegenpart von Thor, dementsprechend sein Erzfeind, und die beiden haben sich schon sämtliche Kämpfe geliefert. Was bedeutet, wenn dieser junge Knirps nun Loki ist, wird er wahrscheinlich noch Thor einige Probleme bereiten. Die letzten Teile haben sich ja eher mit der griechischen Mythologie befasst. Der neueste Teil ist ein bisschen umgesiedelt auf die nordische Mythologie. Kratos hat ja einige Götter gemetzelt und das hatte sehr, sehr krasse Katastrophen und Nachfolgen. Dadurch hat er gelernt, Götter zu töten ist nicht gut, denn es hat ernsthafte Konsequenzen, Götter zu metzeln. Nachdem er allerdings aus Reflex mehr oder weniger, beziehungsweise aus Selbstverteidigung, selbst in der nordischen Mythologie ein paar Götter metzeln musste, hat sich ein bestimmtes Ereignis nach vorne geschoben. Und zwar Ragnarök. Ich denke mal, mittlerweile weiß jeder, was Ragnarök bedeutet. Ragnarök ist der Untergang Asgards. Die letzte Stunde, dann wird Asgard untergehen. Also Ragnarök ist nicht die letzte Stunde, sondern quasi die letzte Zeitepoche, bevor Asgard dann tatsächlich fällt. Ganz am Ende hat dieser komische Kopf, dessen Name ich leider nicht mehr im Kopf habe, gesagt, leider, dadurch, dass eben Götter getötet wurden, hat sich Ragnarök nach vorne geschoben. Und zwar wird das Ganze schon in 3 Jahren passieren. Weil, also ich gehe jetzt davon aus, dass es 3 Jahre sind, weil er gesagt hat, 3 Winter. Ein Winter, der 3 Winter lang anhält. Beziehungsweise ein Winter, der 3 Sommer anhält. Dementsprechend habe ich jetzt halt einfach auf 3 gerechnet. Ich hoffe, ich habe richtig gerechnet. Dementsprechend bleibt nicht mehr so viel Zeit, bis Ragnarök kommt. Kommt wahrscheinlich, oder? Danke. Außerdem haben die Macher von God of War einige Posts zum neuen Game präsentiert auf Twitter. Und wisst ihr, was das Lustige ist? Dort ist ein paar Fans, eher gesagt wenigen Fans, etwas aufgefallen. Nimmst du immer von jedem Post nur den Anfangsbuchstaben und setzt sie alle zusammen, kommt ein Satz dabei raus. Und zwar Ragnarök is coming. Dementsprechend ist auf jeden Fall bestätigt, Ragnarök wird definitiv jetzt kommen. Stelle ich mir bloß die Frage, kommt das im zweiten Teil, also Part 2, oder erst Part 3? Ich denke mal, wahrscheinlich wird das eher um Part 2 sich drehen. Denn ich stelle mir das Ganze so vor. Jetzt haben wir Atreus bzw. Loki gesehen als kleines Kind, als junger Sprössling, der noch nicht so ganz weiß, um was es eigentlich konkret geht und überhaupt erst erfährt, dass er ein Gott ist. Ich denke mal, Teil 2 wird sich da eher um seine Teenagerjahre handeln, beziehungsweise um seine pubertierenden Jahre, indem er eben mit seinem Vater Ragnarök beschreitet. Und ich nehme mal an, dass Teil 3 sich dann darum drehen wird, dass dann Atreus bzw. Loki bereits erwachsen ist. Dann haben wir 3 Teile, einmal als Kind, als Jugendlicher und als Erwachsener. Würde meiner Meinung nach am meisten Sinn machen und ich denke mal, das wird wahrscheinlich auch so kommen. Dementsprechend werden wir wahrscheinlich das erste Mal richtig gegen Thor kämpfen. Was ich auch vermute, ist, wir werden wahrscheinlich Odin zu Gesicht bekommen. Odin, von ihm wurde immer nur im Spiel erzählt, er wurde allerdings nie wirklich gezeigt. Oder was heißt nie wirklich, er wurde nie gezeigt. Dementsprechend denke ich, Odin wird man jetzt auch zu Gesicht bekommen, vielleicht auch schon gegen ihn kämpfen.
Es gibt einige Orte, an denen man auch nicht reisen konnte in der Story. Und ich nehme an, dass die im nächsten Teil dann auch behandelt werden. Dementsprechend glaube ich, eine Reise nach Asgard wird auch passieren. Das würde mich persönlich sehr freuen, wenn du dann nicht nur gegen Thor kämpfst oder Odin kennenlernst, sondern wirklich auch nach Asgard gehst und dann wahrscheinlich Ragnarök sehen wirst, den Untergang Asgards. Denn Kratos hat das ja eben auch zu seinem Sohn gesagt. Er hat gesagt, es hat ernsthafte Konsequenzen, Götter zu töten. Nachdem sie aber schon mehrere Götter getötet haben in God of War, nehme ich an, sind sie eben der Auslöser für Ragnarök. Denn wie gesagt, Götter zu töten hat eben Konsequenzen. Was ist, wenn diese Konsequenz, eben weil sie diese Götter getötet haben, Ragnarök ist? Dann hieß es ja, Kratos und Atreus wären dafür verantwortlich, dass Ragnarök ausgebrochen ist. Das wäre natürlich auch übertrieben krass. Aber darauf hat ja der Kopf auch schon Anspielungen gemacht. Denn der hat ja auch schon gesagt, durch die Ereignisse, die passiert sind, ist Ragnarök vorgeschoben worden. Dann frage ich mich allerdings, worum es im dritten Teil gehen wird. Denn ich nehme an, Kratos wird dort keine Rolle mehr spielen. Warum? Wir haben ganz am Ende vom Teil gesehen, nicht nur, dass unser guter Atreus Loki heißt, sondern es gab Prophezeiungen, wie es weitergeht. Apropos, darf ich euch aufmerksam machen auf unsere Social-Media-Kanäle? Denn immer wenn es etwas Neues über Filme, Serien und Games gibt, erfahrt ihr es auf diesen Social-Media-Kanälen als erstes. Wir haben Thor gesehen auf einer Höhlenmalerei und Kratos, Atreus haben wir auch gesehen auf dieser Höhlenmalerei. Vor allen Dingen sieht man ganz am Ende, wie Kratos am Boden liegt, tot, und Atreus hält seinen Kopf und trauert. Was bedeutet, sie haben Anspielungen darauf gemacht, dass Kratos wahrscheinlich im nächsten Teil den Löffel abgeben wird. Und dementsprechend, denke ich mal, wird dann God of War aber auch nicht enden, sondern es wird ganz einfach mit seinem Sohn weitergehen. Klingt jetzt erstmal echt heftig, muss man sagen. Denn ein God of War ohne Kratos? Unvorstellbar. Aber Leute, ich muss euch ganz kurz sagen. Uncharted zum Beispiel, die Reihe. Der neueste Teil hatte auch nichts mehr mit Nathan Drake zu tun und es war trotzdem ein gutes Game. Die Assassin's Creed-Reihe hatte Desmond. Als er gegangen ist, ging die Reihe weiter und es war trotzdem noch gut. Okay, ja, vierter Teil und so, brauchen wir nicht drüber reden. Aber jetzt zum Beispiel ist es wieder geil, obwohl Desmond nicht mehr dabei ist. Das heißt, es ist nicht mal sonderlich wichtig. Ich denke, sie werden das schon so machen, dass trotzdem ein God of War-Feeling zu spüren ist. Jetzt ist bloß die Frage, wird Kratos eben im zweiten Teil bei Ragnarök sterben? Oder gibt er erst im dritten Teil den Löffel ab? Das ist natürlich auch die Frage. Dann gibt es noch andere Anspielungen, denn tatsächlich haben wir auf einer Tafel gesehen, dass es ganz viele verschiedene Mythologien gibt, wie wir ja auch wissen. Die griechische, die nordische, wir haben ein Auge des Horus gesehen von Anubis, was bedeutet, die ägyptische spielt auch eine Rolle. Den Buddhismus gesehen, was heißt, es wird hier Anspielungen gemacht darauf, dass eben alle Götter aus allen Mythologien existieren. Darum reden sie auch und in einem Gespräch ist auch noch ganz wichtig, sieht man eben Atreus, wie er mit dem Kopf spricht. Und der Kopf sagt, ja, es gibt auch Götter in einer sehr, sehr weit entfernten Stadt, beziehungsweise in einem sehr weit entfernten Kontinent, der eher aus Sand besteht. Das ist natürlich Anspielung auf Ägypten und sagt, auch dort gibt es Götter. Worauf Atreus ja hin antwortet, das würde ich gerne mal sehen irgendwann. Was darauf schließen lässt, dass vielleicht nach diesen drei Teilen, denn die Macher haben ja auch bestätigt, oder beziehungsweise, was heißt bestätigt, sie haben gesagt, dass sie sich vorstellen können, dass diese drei Teile nicht die letzten gewesen sind, sondern sie theoretisch nochmal weitermachen könnten. Sowas ähnliches wie Assassin's Creed. Es würde bloß nicht so oft wie Assassin's Creed kommen, denn das kommt ja jährlich und God of War wird wahrscheinlich dann alle 2-3 Jahre erscheinen. Aber wie gesagt, man könnte theoretisch weitermachen. Man könnte sagen, dass Loki bzw. Atreus vielleicht auch mal die Ägypten besucht, die ägyptischen Götter mal kennenlernt, vielleicht auch mal den Buddhismus sieht. Und es gibt ja zahlreiche Mythologien und da ist so viel Luft nach oben, da kann man echt noch einiges machen. So, jetzt muss ich dich natürlich fragen, was hältst du denn davon, dass Ragnarök jetzt endlich kommt? Was erhoffst du dir von dem Game? Und kannst du dir vorstellen, dass Kratos irgendwann nicht mehr dabei ist? Beziehungsweise, welche Mythologie würdest du ganz gerne mal in einem God of War sehen? Das würde mich interessieren, schreib mir das doch gerne in die Kommentare. Ansonsten danke fürs Zuschauen, haut rein, bleib fresh und wir sehen uns dann im nächsten Video.